Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Farmers Life. Ihr hört schon, die Bienen hinter uns summen. Machen ganz schön Radau, muss man sagen. Wir sind am nächsten Morgen. Wir gucken mal. Wir sind jetzt im Juni 1948. 7 Uhr morgens. Das heißt, wir gehen mal an unseren Vorratsschrank und werden hier mal ein gekochtes Ei essen. Danach schauen wir mal raus. Oh, ganz schön nebliger Morgen, sage ich euch. Gehen wir mal hier durch unser Dings rein. Können wir gucken, 14 Stunden. 14 Stunden. Auch 14. Der Tabak. Ja, der weiß auch noch ein bisschen. Unsere Lampe, die ist halt da unterwegs. Wir werden jetzt drüben in der Scheune mal kurz was zum Futtern holen. Also nicht für uns, sondern natürlich für unsere Tierchen. Nehmen wir jetzt mal 15 raus. Das müsste ja reichen, um unsere Tiere zu füttern. Weil wir sehen schon, die haben hier das ganze Ding leer gefressen. Zack. Zack. Wie geht's unserem Schweinetrog? Naja, das passt auch. Da wäre auch noch was drin. Die Futterraufe, die bleibt wie sie ist. Das ist gut. Ich habe schon gedacht, das verdorrt das Zeug. So, dann sammeln wir noch ein paar Eier da ein. Perfekt. Wir haben sie schon Jetzt muss ich mal gucken. So, mein kleines Huhn. Wie sehe ich denn jetzt, was du kannst und was du nicht kannst? Loslassen, leg das in die Kiste. Ja, leg's mal in die Kiste, bitte. Eine in einer Kiste eingeschlossenes Eierbrutmaschine eignet sich auch als Brühe. Ja, nee. Eins, zwei. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Hühner wir so haben. Da hinten ist ein drittes. Da ist ein viertes. Der Hahn war hier auch gerade unterwegs. Da ist ein fünftes. Sechstes. Da vorne ist noch ein siebtes. Du kommst her. Komm zu Papa. Müssen wir mal in der Nacht durchgucken. Da ist nämlich noch mal eins. Das lassen wir mal da. Darf man laufen? Du kriegst gleich was zu trinken können. Alles gut. Es wäre mir jetzt eher mal wichtig, dass du mir anzeigst, Hafer noch 27 Stunden. Sind hier noch mehr Hühner unterwegs? Auf der Farm? Auf dem Klo waren wir auch schon. Und dann traf er was trinken. Aber ich glaube, es sollten jetzt genug Dinger sein, weil 6, 7 mit dem Hahn. Dann haben wir jetzt mal ein paar in der Tasche, das zwei Stück. Wir könnten noch mal ein paar Sachen mitnehmen zum Verkaufen. Sache ist, die Wellblech bleibt mal hier. Dinger brauchen wir eigentlich auch nicht verkaufen. Wir könnten mal zum Spaß. Ein bisschen geschnittenes Gras mitnehmen. Mal gucken, was uns das alles so bringt. Denn ich habe jetzt vor, mit euch gemeinsam, dass wir zum Ding hochgehen, hier zur LPG, um mal uns da oben noch mal genauer umzugucken, weil da gab es ja diese Pinnwand und die ging letztes Mal ja noch nicht. Und ich würde mal sagen, wir gucken einfach mal und prüfen. Ah ja,
Hier, Eierpreis ist bei 8, so wie ich das richtig verstehe gerade. Und steigend. Milch wird sinken, Hühner 21 und steigend. Okay. Ja, gut, da kann man natürlich schon ein bisschen was handeln. Was haben wir denn hier? Gemähtes Gras, 4 und steigend. Was bringt denn hier gerade am meisten? Geschnittener Weizen? Weizenkörner bringt 3. Also ich sag mal so, wenn wir das Ding einfach nur abernten, geht's, gibt's auch einiges. Erbsensamen bringt 8, das sind 18. Kohl ist eigentlich, oh, Kohl ist eigentlich gut. Kohl und Zwiebeln. Auch wenn jetzt Kohl gerade richtig schlecht ist, aber Kohl. Kohl, Zwiebeln und Erbsen, Karotten bringen eigentlich doch einiges an Geld. Auch Stroh bringt eigentlich gutes Geld. Kann ich das jetzt eigentlich hier über die Dings eigentlich verkaufen? Nee, da muss ich da hinlaufen. Hey, aber ich wollte mal mit dir reden, mein Guter. Weil ich wollte mal wissen, was ich denn bei dir alles so krieg. Bei dir kriege ich ja nur der Mäher. Was für eine tolle Maschine. Man braucht nur ein Pferd oder einen Traktor und kann das Mähen von Hand vergessen. Ja, das wäre natürlich für uns Hammer. Wenn wir uns den als erstes zulegen, kostet natürlich eine Stange, aber das können wir an unseren Traktor packen und können dann einfach Unmengen an Gras mähen und das dann verkaufen. Das wird denen natürlich auch gut Geld bringen. Klar, mit der Sämaschine ist natürlich auch so ein Punkt, der Pflug dann ja natürlich auch, aber ich glaube, der Mäher wäre das Erste, was für uns gut wäre. Die Frage ist, einen zweiten Traktor können wir nicht kaufen, gell? Da müssen wir wirklich mit unserem Traktor hier hochfahren. Aber gut, ist ja kein Problem. Wie sieht denn das mit dir aus? Bist du mittlerweile ein bisschen freundlicher zu uns? Wahrscheinlich nicht. Ja, du magst noch nichts. Hier sollten wir vielleicht mal Zigaretten schenken oder ein Himbeerlikör. Muss ich mir merken fürs nächste Mal. Muss mich gar nicht so böse angucken, Kollege. Aber dann gehen wir mal hinten zum Tierhändler. Wir brauchen ja auch noch eine Kuh. Vielleicht können wir hier uns ja eine Kuh organisieren. Ah, da können wir überall nach den Preisen gucken. Okay. Guten Tag, Kollege. Möchte mal mit dir handeln. Und zwar, mein Lieber. Bei dir kriege ich ja keine Kühe, wie es gerade ausschaut. Doch, kriege ich. Wahrscheinlich sind sie weiter unten. Da unten, da kommen meine Kühe. Ach, da kriege ich auch einen Bulle. Ah! Er sieht immer so aus, als würde er angreifen. Und doch ist er eine Faulnis. Es sei denn, es geht um seine Freundin in der Kuhherde. Ah, ja. Kostet der Kuh jetzt wirklich 4000? Hat die unten nicht nur 2 gekostet? Weiß es nicht, aber ich möchte dir mal beide Ding verkaufen. Und ich verkaufe dir mal das Futter hier. Den Rest brauche ich dir normalerweise nicht andrehen. Aber dir normalerweise, gell? Ja, ich glaube, mit dir muss ich dann auch noch mal ein bisschen Wörtchen reden. Die Eier bringen aber abartig gut Geld. Und Möhrchen, wie schaut es damit aus? Möhren gehen auch. Ah, Fleisch möchtest du allerdings nicht. Okay. Ach, ich habe ja noch Bretter dabei. So ein Mist. Aber das ist gut. Da können wir echt Geld, gut was verkaufen. Wir müssen gerade überlegen, ob wir irgendwie schauen sollen, dass wir vielleicht doch an den Mäher kommen als erstes und damit erstmal unser Geld verdienen. Ist eine schwierige Nummer. Aber wir
wir können jetzt auch mal jetzt nochmal ein Stück zurücklaufen. Wir können ja dann immer wieder nach Hause springen. Aber vielleicht finden wir hier noch ein paar Himbeeren oder was. Die braucht man ja in Zukunft auch. Und vielleicht ist hier noch das ein oder andere Ding unterwegs, was wir noch nicht gesehen haben. Ich hoffe bloß nicht, dass hier Bären unterwegs sind, aber ansonsten. Ist mir ja eigentlich alles recht erstmal. Und vielleicht finden wir ja hier auch noch andere Sachen, wie doch mal einen Bunker oder sowas. Och, das ist ein Reh. Ich dachte mir gerade wieder, was ist denn hier los? Laufen wir mal einfach ein Stückchen hier hoch. Och, Reh, mach mich nicht wahnsinnig. Vor allem, wieso machst du keine Geräusche, du Sack? Da sind auch nochmal Himbeeren. Bringen uns ja auch noch mal gut Geld, die Himbeeren. So ist ja auch nicht. Na, jetzt kommt der Sound vom Wald. Also langsam. Ich dachte mir schon, irgendwas fehlt hier. Sachen wäre klar, wir könnten auch Pilze sammeln, wenn welche da wären. Aber ich glaube, die lohnen sich nicht so sehr. Wo waren meine Himbeeren? Da sind sie. Aber da haben wir dann doch mal einen ganzen Schwung. Können wir dann auch mal Maische oder was ansetzen? Ich habe natürlich halt wirklich die Hoffnung, dass wir hier vielleicht noch einen Bunker finden. Ich sag, so ein Reh nehme ich jetzt hier definitiv nicht mit. Aber ich werde wahrscheinlich hier drin jetzt auch nicht angeln können, oder? Warte mal, das probieren wir jetzt mal schnell aus, ob ich jetzt hier die Angel nutzen könnte. Nee, natürlich nicht. Okay. Dann ist es wahrscheinlich wirklich der große Fluss, der einfach unten ist. Wir müssen nachher auch mal nochmal gucken. Jetzt habe ich nämlich nicht geguckt, was Himbeeren uns eigentlich so bringen. Wenn hier so viele Himbeeren unterwegs sind, könnte man hier auch eine. Die Dinger sammeln und direkt verkaufen. Kommt natürlich auf den Preis drauf an, so ist nicht. Oh, warte mal. Man hätte es ja probieren können. Es hätte ja klappen können.
Na, jetzt sind wir eigentlich schon wieder am Sägewerk, oder? Na klar. Es ging jetzt natürlich doch ein bisschen schneller als gedacht. Oh, wir sind schon gewichtsmäßig drüber. Den Panzer, den haben wir, glaube ich, letztes Mal schon leer geräumt. Was, da laufen wir mal kurz hin und gucken. Habe ich die Brechstange überhaupt dabei? Ja, habe ich. Ja, wir müssen eh eine neue Ding kaufen. Eine neue Brechstange. Das ist natürlich jetzt doof. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber gut, warte mal. Wir tragen gerade zu viel. Dann essen wir halt ein bisschen Himbeeren. Weil ich möchte jetzt noch mal kurz mit euch gucken, was die Himbeeren hier wert wären, dass wir da nochmal ungefähr einen Anhaltspunkt haben. Sind sie denn Himbeeren? Vier und fallend. Ah. Okay. Es wäre halt schön, wenn man so eine Übersicht bei uns zu Hause hätte. Das wäre genial. Aber wir gehen jetzt erstmal. Ganz runter zum Markt. Vielleicht können wir ja hier auch noch ein bisschen was verkaufen oder kaufen. Aber wir müssen hier unten erstmal noch angeln gehen. Was bietest du mir eigentlich für so ein Ding hier? 6. Was haben wir jetzt oben gekriegt? 8, oder? Es wird sich auf jeden Fall rentieren, das oben zu verkaufen. Und ich glaube, wir haben noch jede Menge Himbeeren zu Hause, aber jetzt kommt. Wir verkaufen sie jetzt mal hier. Und ich schaue jetzt gerade nochmal, was hier die Kuh kostet. Weil ich war der Überzeugung, dass die hier günstiger war. Hier ist ja auch deutlich günstiger. Kostet 2,8 aktuell. Deswegen werden wir die Kuh auch hier unten kaufen. Wir gehen jetzt mal da unten angeln. Und dann werden wir hier noch ein bisschen mähen. Und dann werden wir vielleicht sogar die Kuh schon gleich kaufen. Weil ich sag mal, die Futterrebe, das haben wir ja schon. Also sollte man damit kein Problem haben. Und mit Fluss ist, glaube ich, hier der große Fluss gemeint gewesen, an dem wir den Fisch angeln können. Diesen großen Fisch. Steht da eigentlich dran, welchen Fisch wir da brauchen, um genau zu sein? Fang einen Fisch. Solche Dinge gibt es, bla bla. Glück auf den Fluss versuchen. Opa erzählte von den ansässigen Exemplaren, die größer als ein eigenes Boot waren. Okay. Fangen einen großen Fisch. Ja gut, ist eigentlich egal, was für einen, aber gehen wir einfach mal noch ein bisschen angeln. Aber das ist schon ein biestiger Fisch, wenn ich das mal sagen darf. Oh. Mist! Probieren wir gleich nochmal.
Müssen mal aufpassen, dass wir das auch immer sehen. Wann die Angelschnur wirklich rot ist. Weil das kommt schon auch immer ein bisschen auf die Beleuchtung drauf an. Weil so sehe ich es zum Beispiel gar nicht. Wir müssen so rum. Muss da echt, da braucht man viel Geduld bei dem Fisch. Und wir sehen nicht, ich hole jetzt auch gerade gar nicht ein. Und die Angel können trotzdem reißen. Boah, das ist aber. Ich weiß gar nicht, wie ich den dann angeln soll, den großen Fisch. Weil ich sag mal, ich kann ja wirklich nicht. Nur warten. Weil der zieht ja auch mal gierig an. Weil jetzt hole ich zum Beispiel auch wieder nicht ein und die Schnur wird wieder reißen. Schau. Das ist brutal. Den großen Fisch zu fangen, der ist nicht so einfach, wie ich mir das gerade eigentlich vorgestellt habe. Muss ich mal überlegen, was wir da machen. Habe ich eine Sense dabei überhaupt? Ja, habe ich. Vielleicht habt ihr ja auch Tipps dazu, was wir da machen können. Weil ich sag mal ganz ehrlich, das ist ja jetzt echt heftig. Wie gesagt, da, wo es gerissen ist oder wo es rot war, so dunkelrot wurde, da habe ich wirklich nicht eingeholt. Hat einfach der Fisch gezogen wie noch was oder was auch immer da bei uns an der Angel war. So, dann werden wir hier unten mal ein bisschen mähen und das dann hier verkaufen, weil da kriegen wir ja doch, glaube ich, aktuell noch einen besseren Preis als oben. Und vielleicht kriegen wir ja dann doch die Kuh schon zusammen. Und Milch ist ja abartig guter Geldgeber, wie ich gesehen habe. Wir laufen erstmal hoch. Bin ich gespannt, was wir jetzt kriegen. Aber ich hätte viel früher aufhören sollen. Ich habe das echt nicht aufgepasst gerade. Das ging einfach viel zu gut jetzt. Wenn wir das jetzt doch vernünftige Summe bringt, dann kann man hier unten echt nochmal sagen, man mäht hier mal ein bisschen durch. Repariert zwischendrin mal die Sense. Da kann man doch einiges an Geld machen. Vielleicht werde ich das auch, wenn es jetzt wirklich gutes Geld gebracht hat, das mal zwischen den Folgen machen, dass wir einen kleinen Puffer haben, dass ihr auch ein bisschen mehr seht. Weil klar, also ich glaube, es ist schon jedem rübergekommen, dass man in dem Spiel viel Zeit braucht. Es geht halt nicht alles ratzifatzi. Man muss sich das wirklich erarbeiten und das gefällt mir auch an dem Spiel so richtig gut. Aber ich glaube, als Zuschauer weiß ich nicht, ob ihr so interessiert dran seid, wenn ich hier ohne Witz, wie soll ich das sagen, stundenlang oder folgenweise hier nur mähe. Muss ja auch nicht sein. 105, das ist doch auch schon mal was. Doch, also es ist echt nicht schlecht, also ich muss schon sagen. Da kann man schon ein bisschen was verdienen. Und du, dir kann ich doch bestimmtes Fleisch anbieten, oder? Boah, bringt auch 140. Also von dem her nicht verkehrt. Komm, ein bisschen was machen wir jetzt noch gemeinsam. Dann werden wir vielleicht in dieser Folge tatsächlich noch
eine Kuh mit nach Hause nehmen. Wir brauchen ja aktuell für die Kuh eigentlich noch keinen extra Stall. Aber den werden wir, denke ich, dann auch noch bauen. Und ich weiß bloß noch nicht genau, wo wir den hinlegen können oder hinstellen sollen, dass der am Hof ein anständiges Bild macht. Und vor allem möchte ich die Tiere ja dann wirklich so haben, dass sie sich wirklich nur in ihrem Gehege aufhalten. Und nicht überall rumrennen. So wie unsere Schweinis. Die hätte ich nämlich auch gerne, Schweine und Hühner, dass die eigentlich in einem gewissen Bereich rumlaufen. Das müssen wir auch noch einzäunen. Dass man die halt nicht immer suchen muss und wenn dann mehr Tiere da sind, kann man die eigentlich immer schön rausnehmen. Und verkaufen oder gegebenenfalls schlachten, je nachdem, was man gerade braucht. Wir sind hier gerade in der Nähe, da können wir schon ein bisschen mehr mitnehmen. Schauen wir es aber gleich mal nach, weil oben hätten wir 4 gekriegt pro geschnittenes Gras. Dann schauen wir mal, was der uns anbietet hier unten. Nachdem wir ja eigentlich mit dem sehr gut gestellt sind. Und vor allem ist um seinen Stand jetzt wenigstens mal ein bisschen Ordnung, oder? Kann man mal so sagen. Komm, wir machen hier vorne noch schnell frei. Vielleicht kaufen dann mehr Leute was, wenn es hier ordentlich ausschaut. Gerade hier noch das Stück. Handeln. So, du zahlst uns 3 aktuell. Ah ja. Okay, aber ich gedacht, dass er uns mehr zahlt. Na gut, was soll's. Ah, der kauft uns momentan nicht mehr ab. Ah, jetzt habe ich 100 mal 100 Gras hier. Warte mal, kann ich das eigentlich jetzt mal blöd gesagt hier irgendwo hinwerfen? Kann ich. Ja, guckt euch das an. Dann machen wir das doch so. Dann lagern wir jetzt einfach das mal schnell hier und verkaufen das dann am nächsten Tag, oder? Hat das zufällig gereicht? Nein, natürlich nicht. 2,8. Was können wir denn noch schnell hier verkaufen, dass wir das hinkriegen? Achso, du kaufst auch nichts mehr an, aber vielleicht du. Bist du zufällig heute wieder Prügel? Nee. Aber du kaufst mir doch bestimmt auch noch ein paar Sachen ab, oder? Natürlich kaufst du mir nichts ab. 6. Die Munition zu verkaufen wäre jetzt echt. Nee, das wäre jetzt nicht gut. Das wäre gar nicht gut. Was könnte ich denn jetzt noch auf die Schnelle hier verkaufen? Gar nichts, weil alles, was ich dabei habe. Brauchen wir, gell? Ja. Bretter. Warte mal, wir könnten mal hier gucken. Was bietest du denn für Bretter? 12. Immer noch zu wenig. Was kaufst du mir noch ab? Da hinten. Wir könnten eine Mie. Wir könnten eine Mine entschärfen, aber. Nee, nee, komm, dann machen wir es lieber anders. Ist da was? Wir gehen nach Hause. Wir checken jetzt nochmal unsere Felder. Ob wir da nochmal in Ruhe durchschlafen können. Dann machen wir die ganze Ernte. 15 Stunden, okay, das passt alles. Und dann gehen wir am nächsten Tag nochmal hin und verkaufen was. Ich glaube, es ist immer pro Tag. Oh nee, in einer Stunde.
Was verrottet? Was ist mit dir los? Na, die wollen noch nicht so. Aber das ist alles in einer Stunde soweit. Okay. Ich mache jetzt so, ich mache jetzt noch mal eine kleine Runde. Ich schaue hier am Hof noch mal, was wir verkaufen können. Vielleicht werde ich hier auch noch mal einiges, wie soll ich sagen, einiges mähen, dass wir vielleicht ein bisschen was hinkriegen an Futtermitteln. Weil wir brauchen für die Kuh dann einiges. Wir müssen jetzt auch noch was trinken, das können wir noch gemeinsam machen. Dass wir jetzt wirklich an Geld reinkommen, weil ich sag mal, das nächste Ziel ist jetzt wirklich Kuh, den Kuhstall. Hier den Zaun möchte ich rumsetzen. Da müssen wir vielleicht noch ein paar Bäume fällen. Dass die Hühner und die Schweine in einem Gehege unterwegs sind. Jetzt ziehen wir aber wahrscheinlich hier vorne raus und nach hinten machen wir einfach die Entmistung. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Ja, aber irgendwie machen wir das so. Ist auf jeden Fall viel geplant für die nächste Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst mir auch gerne Tipps und Tricks da. Oder wie ihr am besten an Geld rankommt. Und dann würde ich sagen, euch einen schönen Tag. Zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Ciao, ciao.